Hallo Welt, da sind wir wieder und wir brauchen doch einfach nur hier rumzulaufen. Ich glaube, uns hat die Formherberge abgeschreckt. Warum? Warum laufen wir? Warum sind wir vorhin immer wieder zurückgelaufen? Wir waren doch richtig, das war doch richtig. Also vorhin, in der letzten Folge meine ich. Wir sind doch richtig, also das hier ist falsch. Wir sind hier hingelaufen und da dachte ich, da vorne wäre Didendil. Ist es aber gar nicht. Heißt das Didendil? Ich sag mal Didendil. Wieso? Ich gewöhne mir das noch an. Wie heißt denn das jetzt wirklich? Das heißt, wirklich heißt das Ganze Didendil. Und was habe ich gesagt? Ja, Didendil. Ja, und wie heißt das wirklich? Ja, Didendil. Ja, dann habe ich doch einen Namen mir schon mal gemerkt von einer Stadt hier. Und ich weiß diese komische Feste, wie die heißt. Genau, hier sind wir dreimal hingerannt und dann habe ich immer gedacht, das wäre Didendil hier. Ich habe da den Bogen gesehen, da das Haus und dachte, oh, das ist aber schön gemacht hier. Das sieht aber wieder schön aus hier alles. Hm. Ja, und dann dachte ich, das wäre Didendil und dachte, oh, da sind wir nicht ganz richtig. Ja, jetzt weiß ich besser. Warum laufen wir nicht da lang? Oder weil das, weiß ich nicht. Weil wir sind. Ja, habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht an euch. Brennt hier schon? Das ist gut. Ach, da sind noch mehr. So, jetzt haben sie alle schon mal einen abgekriegt. Intelligenz. Sicher ist sicher, man weiß nie, wo irgendwas kommt und dann kann man nicht mehr abspeichern. Im Kampf kann man nicht abspeichern. Verstehe ich nicht. Kann ich. Wenn ich da dran komme an die Taste, dann schaffe ich das auch im Kampf, da auf die F5-Taste zu drücken. Oh. Ist natürlich blöd, wenn man in dem Moment abspeichert, wenn man gerade stirbt. Ah, das ist doof, ja. Da sollte es immer drei Speicherpunkte geben. Na, aber wenn man aus Versehen dann dreimal tippelt. Ihr seid zurück und hinterlasst ein blühendes Dalentat.
Der Fluss wurde umgeleitet. Jetzt und für alle Zeiten. Gnarschs Brut wurde bezwungen. Ihr habt zerstört, was geschrieben war. Und allen Tat ein neues Schicksal beschert. Selbst eure düstersten Verbündeten beschreiten einen helleren Pfad. Und doch breiten sich die Tuatha noch immer aus und bringen den Prismeer und Leid mit sich. Ihr habt unseren Untergang lediglich hinausgezögert. Aber immerhin, das ist doch schon mal was. Könnt ihr mir helfen? Ihr besitzt die Macht einer Unsterblichen und gleichzeitig die Bescheidenheit, um Hilfe zu bitten? Ich beneide euch um euren Anstand, Kind. Mein Segen soll euch begleiten. Wisst eines, Schnelllebige. Die Zeiten ändern sich. Unsterbliche scheiden dahin und die Zukunft gehört den jungen Völkern. So es denn eine Zukunft geben wird. Geht und sucht das Herz des Sida auf. Dort werdet ihr Ysa finden und vielleicht auch Weisheit. Was war denn jetzt mit Gnarsch los? Gnarsch und ihre Brut hätten sich in ganz Dalentat ausgebreitet, begleitet von der Verderbtheit des Prismeer. So war es seit jeher vorherbestimmt, bis ihr kamt, um es zu verhindern. Und was liegt vor mir? Nur der Weg, den ihr euch selbst wählt. Sucht das Herz des Sida auf. Und wenn dieser Weg auch die Gärten von Ysa mit einschließt, werde ich euch Zutritt gewähren. Okay, danke. Lebt wohl. Möge euer Weg lang und stets grün sein. Oh, Schimmel. Wie nett. Wir müssen immer sofort negative Gedanken haben. Ja, eigentlich nicht, aber der Kampf hat mich genervt, dass sowas, das nervt mich halt immer. Immer. Egal. Hier, woanders, immer. Wenn sowas immer wieder ist, das ist immer wieder nervig. Warum mache ich das dann immer, frage ich mich. War nicht bei Conan Exiles, war das doch auch irgendwie... Ah, die Bossgegner, genau. Brauchte ich gar nicht hinzugehen. Zu nervig für mich. Andere haben da durchgemetzelt. Micha, der bei uns auf dem Surfer war, kein Problem. Der ist da hingegangen, hat seine Rüstung abgelegt. Ich bin ja auch ohne Rüstung gerne rumgerannt, aber... So, er hat seine Rüstung abgelegt und hat die dann so platt gemacht. Ich glaube, den einen Troll hat er sogar ohne Waffen besiegt. War das ein Troll? Nein, Eiskreis, keine Ahnung, irgendwas, Eisscheiß. Ach, wie auch immer. Ach, das war alles für mich. Nee, ich hab die Bossgegner, musste man ja nicht machen. Ich hab darauf verzichtet. Ja, vielleicht gäbe es dort eine Geschichte, dann müsste man bestimmt die Bossgegner auch machen. Ja, wir sind da mit mehreren rumgelaufen. Aber ich meine, das ist auch bei Conan Exiles was anderes, denn Conan Exiles ist ausgelegt darauf, auf mehr Spieler. So, im Singleplayer habe ich mir das dann dementsprechend etwas anders eingestellt, sodass ich da mehr Schaden anrichte. Aber die hier jetzt zum Beispiel. Eigentlich müsste doch da ein so ein Durchwetzen, das müsste doch vollkommen reichen für die Kleinen hier. Warum halten die immer noch so viel aus? Muss doch nicht sein. Kostet doch nur. Ich muss doch meine Sachen reparieren nachher wieder. So ein Quatsch. Können wir hier den Fluss mal nehmen? Der ist vielleicht etwas entspannender. Geht nicht? Ach, geht nicht. Ja.
Och, das auch noch. Total viel los hier. Ich denke, er hilft uns. Seine Bäume greifen uns ja immer noch an. Ah, da hilft er uns doch. Nicht ins Wasser. Wasser kriegen wir ihn doch nicht. Ich weiß auch nicht, was machst du da eigentlich? Du musst den noch mal treffen. Das ist so streitig. Mimi. Ja, das ist einfach nicht mein Ding. Ich mag so andere. Ihr wisst ja, was ich mag. So schön entspannt. So ein bisschen Pilze sammeln. Blümchen, Pflanzen. Ja, so eine Art. Sowas alles. Die Gärten von Isa. Er hat uns geöffnet. Die Tür. Oh, wie schön. Ach, ist das schön. Guten Tag, Wache. Sterbliche sind leidenschaftlich und lassen jegliches Urteilsvermögen vermissen. Genau. Ah, endlich seid ihr hier. Ja. Willkommen in den Gärten von Ysa, der Heimstatt des Hofes des Sommers und dem warmen Herzen der Feienlande. Ich weiß, ihr hattet gehofft, mit dem Hochkönig sprechen zu können, doch unsere Seher spüren eine Gefahr, die euch folgt. Wir können natürlich nicht zulassen, dass derartige Bedrohungen den obersten Hof erreichen. Vielleicht, wenn ihr eure unerledigten Angelegenheiten geklärt habt. Ach so. So heißt das hier. Das ist also Ysa. Es ist ein wahrhaftiger Ort der Wunder, so wie es schon immer war und auch immer sein wird. Hier entspringt der Lebensquell Dalentarz und fließt in allen Richtungen durch die Feienlande. Es ist ein Jammer, dass einige unserer Art in einen derart verkümmerten Zustand verfallen sind. Aber wir können ob ihrer Schwäche keine Tränen vergießen. Was machen die Tuater hier eigentlich unten am Damm und so? Die Völker der Feien waren nicht immer von etwas derartig Grausamem wie den Tuater besudelt. Einst existierten die Höfe des Sommers und Winters in Harmonie miteinander. Doch Gadflor verdarb den Hof des Winters mit seinem Gerede von einem neuen Gott. Und aus diesem Gift erhoben sich die Tuata. Ach, das ist ja blöd.
Ja, und könnt ihr da nicht mal ein bisschen aufpassen? Ich habe mit Nyralim gesprochen. Der Schößling des Weltenbaums enthält Jahrhunderte voller gewaltiger Weisheit. Doch bedauerlicherweise ist Nyralim trotz seiner Langlebigkeit natürlich immer noch sterblich. Und selbst die gewaltigste sterbliche Weisheit kann sich nicht mit den Einsichten messen, die wahre Alterslosigkeit gewährt. Ohne euch damit zu nahe treten zu wollen, natürlich. So, der Hof des Winters ist also korrumpiert. Zu viele Sterbliche missverstehen den Hof des Winters. Unsere kühlen Vettern sind nicht böse, sondern beschwören lediglich die dunkleren Wahrheiten der Natur herauf. Von der Feinsinnigkeit bis hin zum Verfall. Es mag verständlich sein, dass die Kinder des Staubs von jenen abgeschreckt werden, die ihren unausweichlichen Tod verkörpern. Und doch ist es bedauerlich, dass so viele missverstanden werden. Aha. Der Hof des Sommers ist da ganz anders, oder? Wir sind der Hof des Sommers. Die Verkörperung des Mutes, der Ehre und sämtlicher guter und stolzer Dinge. Einige wenige aus dem Hof des Winters würden uns in ihrem Neid wohl arrogant und selbstgerecht nennen und uns darüber hinaus mit zahllosen weiteren Beschimpfungen belegen. Doch vergesst nicht, während sie sich der Grausamkeit zuwandten, sind wir unseren Traditionen treu geblieben. In unseren Reihen finden die Tuata nur wenige Rekruten. Ach so. Und der Hochkönig versteckt sich gerade? Hochkönig Titarion ist der Herr der Sommerfeien, der Ursprung all unserer Weisheit und der Erste unter den Unsterblichen. Und seit Gatflo tragischerweise den Hochkönig des Hofes des Winters ermordet hat, ist Titarion der größte und letzte wahre Anführer unseres Volkes. Ach so. Ja, dann gehe ich mal wieder. Kanzler Erwan. Erwan, die schreiben die Namen alle falsch aus. Das wird doch Erwan, Erwin wird mit I geschrieben. Ach, wie auch immer. Kanzler, bis bald. Ich fand es schöner, als die Gärten noch friedlich waren. Seit euresgleichen hier sind, hat sich unser Leben verändert. Hoffentlich ist es auch vorübergehend. Der Tod ist Teil des Kreislaufs. Es ist schade, dass euresgleichen leiden muss, um ihn zu verstehen. Hallo. Ja, aber ich finde, wir leiden gar nicht so viel. Ihr leidet viel mehr. Das einzige Thema, was bei euch hier auf der Tagesordnung steht, ist Sterbliche, Tod, Staubige und sowas alles. Tretet bitte vor ins Licht des Brunnens. Verharrt nicht, wo ihr seid. Ich muss euch sehen. Näher. Faszinierend. Ich habe von eurem Aufstieg im Haus der Balladen gehört, hätte aber nie gedacht, euer selbst ansichtig zu werden. Ihr dürft die ganze Stadt nach Belieben durchstreifen, sogar das Flechtwerk und Unterheim. Falls ihr Verlockungen des Fleisches sucht, die findet ihr im Fallobstviertel. Ach, jetzt echt? Es gibt das Fallobstviertel? Erzähl mir mehr. Hab ich gerade noch gesagt, man sieht euch nie feiern oder irgendwas. Es ist ein besonderes Viertel, das den jungen Völkern vorbehalten ist. Eine Zuflucht, wenn ihr so wollt. Wir bitten euch, es zu eurem eigenen Schutz nicht zu verlassen. Keine Sorge, das Fallobstviertel bietet sämtliche Annehmlichkeiten, die Sterbliche brauchen. Händler, eine Schmiede und eine Taverne für die Abendgestaltung. Fallobstviertel, das hört sich so irgendwie nach gegärtem Obst, nach Schnaps an. Ja, und was ist mit Unterheim? Da darf ich nicht hin? Früher war das alles Unterheim. Ach so. Es reichte von den Toren der Gärten bis zu den großen Stämmen des Flechtwerks. Aber das war vor der Ankunft der Sterblichen. Ah, ich verstehe. Und den Hof des Sommers verkörpert ihr auch? Hochkönig Titarion erfüllt seine Rolle als unser weiser Herrscher. Er schart die tapfersten und begabtesten Berater um sich und alle gemeinsam bilden den Hof des Sommers. Titarions Ziel gleicht dem seiner Vorgänger. Er will den großen Kreislauf und damit das Gleichgewicht bewahren, das uns all diese vielen Zyklen lang erhalten hat. Aha. Hochkönig Titarion versteckt sich jetzt? Der König herrscht von seinem Thron aus hoch über dem Brunnen und er tut das schon seit vielen Zyklen. Ihr solltet das wissen, wurdet ihr doch geschickt, mit ihm zu sprechen. Ja, aber man will mich ja nicht ran lassen an ihn. Die haben Angst. Irgendwas verfolgt uns.
Das ist aber ein großer Kreislauf hier. Jedes Lebewesen unserer Welt ist Teil einer Kette von Tod und Wiedergeburt. Sogar die Feien. Ach so. Wenn wir allerdings in den Fluss unseres großen Kreislaufs eingehen, kehren wir zurück. Und die Gärten von Isar? Isar? Die Gärten gibt es hier schon, seit der erste unserer Art entstand. Erst seit wenigen Jahren haben wir sie euch Sterblichen zugänglich gemacht, mit gutem Grund. Dies ist ein sicherer Ort, und wir wollen, dass das so bleibt. Deshalb verlangen wir von den Sterblichen, sich an das Friedensedikt zu halten, das Waffen in der Stadt verbietet. Oh, schon gut. Ich dachte, ich dürfte hier alle so ein bisschen anschlitzen oder ein bisschen meucheln von den... Oh, gut, dann eben nicht. Friedensedikt. Die meisten Sterblichen müssen beim Betreten von Isar ihre Waffen abgeben. Allerdings gibt es ein paar Ausnahmen. Botschafter und Gäste von Nyralim. Das ist natürlich alles nur zu eurem eigenen Schutz. Im Blut der Staublinge tobt ein Feuer, das mit Gewalt gelöscht werden muss. Ich habe das nie verstanden. Ich auch nicht. Ich weiß nur was von einem Flechtwerk und Nyralim und ganz vielen Pflanzen und Bäumen, die miteinander verbunden sind und alles zusammenhalten. Es gibt nicht viel, das Sterbliche über das Flechtwerk wissen müssten, denn dort warten die Würdigen darauf, zum Hochkönig vorgelassen zu werden. Jeder, der vor dem Licht der Sonne steht, muss sich darauf vorbereiten, um nicht zu erblinden. Es ist hinter mir, die große Wendeltreppe hinauf. Ja, danke. Und habt ihr auch einen Brunnen? Habt ihr irgendwo was, wo ich was trinken kann? Der Brunnen ist älter als alles um euch herum. Oh. Er ist der Ursprung, aus dem wir fließen. Ja, dann besser nicht. Wenn ihr das Herz der Magie sucht, über die der Hof des Sommers verfügt, gelangt ihr zum Brunnen. Mhm. Müffeliges Wasser. Ja, okay, dann lebt wohl. Lebt wohl, Herrin. Ja, ich besudel mich. Nein, ich bedanke mich, meine ich, für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Bekommen wir kein schöneres Bild? Ich habe es immer wieder gesagt. Die Sterblichen sind für den Krieg. Nein, wohl nicht. Er ist euer Weg. Der Tod ist Teil des Kreislaufs. Es ist schade, dass euresgleichen leiden muss, um ihn zu verstehen. Das wäre doch schon fast ein schönes Bild gewesen. Können wir auch in der Sonne stehen, so ein bisschen? Oh ja, das ist doch schön. Für das Thumbnail vielleicht. So mit dem Brunnen im Hintergrund. Alles glitzert. Ja, okay, das Glitzern kriegt man ja nicht mehr drauf. So. Habe ich schon gesagt, dass wir in dieser Folge hier in die hängenden Gärten gekommen sind? Nach Isar sind wir gekommen. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.